So, heute ist der 21. Mai. Jetzt geht die Segelsaison so richtig los. Ist gleich 7:30. Seit 2,5 Stunden bin ich hier am Boot einräumen und so. Funke noch angebaut, eine neue. Und jetzt das erste Bierchen. Ja, super Sonne, super warm. Alles super. Ich hoffe, so bleibt's. Samstag, 12 Uhr. Seit einer Viertelstunde sind die Segel oben. Genua ausgerollt, groß. Und im Moment mache ich hart am Wind Richtung Norden. So 4,5 Knoten Speed. Sehr gemütlich, sehr gut. Aber die Sicht ist immer noch nicht besser geworden. Naja. Jakob Meinert macht sich jetzt auf den Weg nach Marstal, Dänemark. Dahin sind es bis zur Ansteuertonne noch 25 Seemeilen. Kann man ja bei 4 Knoten irgendwie errechnen. Während 6 Stunden einlaufen und so 7, wenn der Wind so mitspielen würde. Soll ja aber weniger werden und dann sind es 8, jetzt ist 12, ist ein langer Tag. Und ich bin ja auch schon fast 2 Stunden unterwegs. Ich weiß noch nicht, erstmal geht es jetzt eine Stunde so raus und dann überlege ich, ob ich denn Richtung Schleidamm, was auch immer, mal gucken, was die anderen machen. Okay, tschüss. Jetzt ist Mittag. Spaghetti in cremiger Schinkensauce. Mehr kochen wollte ich jetzt nicht. Aber heiß ist es. Schäfchenwolken. Total schöner Wind. Mir gefällt's. Prima. Eigentlich so ziemlich ideale Bedingung. 4,5 Knoten. Ja, so kann's weitergehen. Hoffentlich erlebt Antje sowas auch die Tage. Firmaspark Pamir. Habe ich jetzt angefangen zu lesen, weil das hier so kommodig ist. 3,5 bis 4 Knoten, sonnig, total schön. Könnte mich auch gut ein bisschen hinlegen nach dem Essen jetzt, aber dafür sind doch zu viele Boote hier um einen rum. Das lohnt ja nicht. Also lesen. So, es ist 15.20 Uhr. Nach Schwachwind treiben und so. Jetzt wieder flotte Fahrt. 5,5, 5,6, 5,7. Vollzeug. Ziemlich genau 350 Grad. Fast gen Norden. Ja, super. Kaum Welle. So macht Segeln richtig Laune. Ja, moin moin. Es ist 12.30 Uhr. Antje und ich hier auf hoher See. Und damit das Wetter und der Wind uns hold bleiben, gibt es jetzt ein Sherry Sandemann. Übrigens aus meinem tollen Glas, 24 Stunden segeln. Für Rasmus, Neptun, Poseidon,
und alle anderen guten Geister. Und ein für mich. Und ein für Antje. Aber die filmt jetzt. Dann musst du den trinken. Für Antje. Und tschüss. Tschüss. Los. Hi. Wir sind jetzt hier für Flensburger Förde. Quer ab. Auf der anderen Seite ist Ehrö. Und jetzt überschreiten wir die Grenze Deutschland-Dänemark, laufen jetzt gerade in die dänischen Hoheitsgewässer ein. Muss ich vielleicht die Mütze für abnehmen. Yay! Dänemark! Ahoi, Kollegas. Heute ist Dienstag, inzwischen 10.33 Uhr, um 10 Uhr abgelegt, unter Motor in Fahrburg, gegen den Wind hier rausmotort. Jetzt steht Bos und Genua und wir machen uns auf den Weg in Kleinbelt und dann irgendwie mit südlichen Winden hoch, vielleicht Bargö oder sowas. Ja, bisschen wolkig ist es schon, heiß kann man das auch nicht nennen, aber Sturm und so ist nicht angesagt, also segeln wir. Tschüss, tschüss. Hallihallo, heute ist Donnerstag. Siemannssonntag. Und wir sind irgendwie um 20 vor 2 ausgelaufen aus dem Hafen Mittelfahrt. Und konnten dann auch ein Stückchen segeln. Jetzt ist 15 Uhr, hab aber jetzt wieder den Motor mitlaufen und Segel oben. Machen so knapp 5 Knoten Fahrt so. Und wollen Öresund heute anlaufen. Es regnet den ganzen Tag ohne Unterlass. Over. So, Kollegen. Nach 6 Stunden 15 Minuten sind wir in Augustenburg angekommen. 40 Minuten Motorrad, dann herrliches Segeln, irgendwie 1,5 Stunden. Dann war plötzlich so ein Regenguss, richtig doll. Und danach war Flaute. Mussten wir eine Stunde motoren. Dann in den Alsund rein habe ich es dann versucht zu segeln, 20 Minuten. Das ging so mit 1-2 Knoten. Dann hatte ich gerade irgendwie 10 Minuten den Motor wieder an und dann kam Wind auf. Da konnte man richtig mit 5, 5,5 bis 6 Knoten den Alsund teilweise runterpreschen. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten habe ich sogar das Großsegel komplett weggenommen, obwohl es schon doppelt gerefft war. Und in den Böen sogar die Genua zweifach gerefft und trotzdem manchmal Speed bis 5,5, 6 Knoten. Und schief war es mal. Und die ganze Zeit immer wieder Regen, Regen, Regen. Ich bin froh, jetzt hier heil und so schön angelegt zu haben. Darauf Prost Augustenburg. Tschüss, tschüss. Mittwoch, knappe Stunde aus Dampf weg, also kurz nach 14 Uhr. Mein Lieblingssegeln. Kaum Welle oder keine Welle, am Wind 4,2, 4,3 Knoten. Ich kann sogar auf der Leeseite sitzen, ohne dass das hier irgendwie besonders schräg ist. Und konstant, keine Böen, total klasse. Eigentlich ist Kiel da, aber ich segel erstmal, weil das so schön ist, in die Richtung. Das sind 100 Grad. Ja, nach Kompass. Bei solchen Bedingungen kann man wirklich alles machen. Wenn das nicht böig ist, kann man sugar hier vorne am Bug rumtoren. Ja, so finde ich das am allerschönsten. Total klasse.